zwischendurch mal ein kleiner Vlog. Und zwar geht es um mehrere Themen. Zuallererst, das ist jetzt schon eine Woche her. Ich hatte eigentlich schon meinen Vlog aufgenommen, aber der, ja, der war nicht besonders nachvollziehbar, sag ich mal, oder spannend oder sowas. Ja, zuerst mal will ich hiermit allen Spendern danken für das E-Book, auch wenn es jetzt schon eine Woche her ist, aber es sind noch immer wieder Spenden noch reingekommen. Ich glaube, insgesamt waren es so 20 Stück oder so. Und das hat mich wirklich extrem gefreut, ja, dass das auch Leuten helfen konnte oder helfen kann. Und dass dann halt auch ja damit wertgeschätzt wird ein bisschen. Und dazu kann ich auch direkt noch sagen, dass es bald ein Update geben wird. Wollte ich eigentlich schon vor einer Woche angefangen haben, aber ich komme momentan wirklich nicht dazu. Hab wirklich sehr viele Sachen, wo ich ja nicht nur darüber nachdenken muss, sondern auch ja, bewältigen muss. Auch mit dem Sport und mit der Ernährung und wie ich demnächst irgendwie allgemein also die Lebenssituation vorangeht, wie ich Geld kriege, ob ich überhaupt viel Geld brauche und solche Gedanken halt, die halt ziemlich wichtig sind momentan, weil ich auch nicht mehr lange habe. Ich kann aber mal kurz sagen, was ich an dem E-Book noch ja, grob ändern wollte, oder nicht ändern, sondern zusetzen. Und zwar, ich bin gerade schon abgelenkt. Ein kleiner Punkt wäre zum Beispiel indirekte Vorteile von dem Lifestyle, also nicht die direkten, dass man mehr Energie hat, dass man Krankheiten, ja, dass die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten deutlich geringer ist, sondern indirekte Vorteile. Das habe ich mir jetzt leider nicht dabei geschrieben. Als ich das den letzten Vlog gemacht hatte, wusste ich das noch im Kopf. Muss ich mir nochmal überlegen. Ja, zum Beispiel, wann verschiedene Obstsorten reif sind. Und ein großer Strukturzusatz, weiß ich noch nicht, ob ich den mache. Und zwar, ob ich auch versuchen will, Leute, die neu sind, zu motivieren zu dem Lifestyle, also mehr den Schreibstil auch darauf auslege und Informationen in die Richtung gehen. Oder ob ich das halt so lasse, dass das nur für Leute ist, die das sowieso schon machen wollen, aber halt Informationen brauchen. Das weiß ich noch gar nicht, das werde ich da erstmal hinten anschieben. Ich kann das nämlich überhaupt nicht einschätzen, ob das überhaupt Sinn macht. Auf jeden Fall will ich noch so einen kleinen Einkaufsratgeber dabei einfügen, und da kann ich wieder aus vielen Videos Informationen zusammentragen. Darum geht es ja im Großen und Ganzen, dass man das halt so zusammenträgt. Zum Beispiel, dass Kichererbsen also relativ günstig sind, oder für Leute, die gerade anfangen und noch Gluten drin haben, halt Vollkornnudeln, wo man dann halt aber auch günstiges, unbehandeltes Obst herkriegt. Und dann Sachen, die man beim Großhändler vielleicht kaufen kann. Und ja, solche ganzen Sachen halt, Tipps, wie man halt günstig an Sachen rankommt. Und halt auch mit Aufschlüsselung, wie viel die einzelnen Sachen, die geeignet sind für einen High-Carb-Lifestyle, wie viel die kosten und was Vor- und Nachteile davon sein könnten. Ja, und dann halt auch saisonal und regional, dass ich dazu was schreibe und was dann auch ein bisschen verfügbar ist. Das könnte relativ lang werden, und deswegen überlege ich, ob ich das mit dem Einkaufsratgeber vielleicht, ob ich das irgendwie relativ kurz schaffe, da anzureißen, ob ich da aber nicht vielleicht noch ein zweites E-Book mache, was komplett kostenlos dann ist, was 4 Seiten oder so oder 6 Seiten wiederum nochmal darauf eingeht. Das wäre noch so eine Idee. Dann halt auch Tipps geben kann, wo man das günstig kriegt und so, auch im Internet teilweise, und die Sache mit den Demeterhöfen, die auch verschicken, aber auch ab Hof kaufen kann. Also gibt es halt viele Tipps, auch dieses mundrau.org, dass man frei Obst an irgendwelchen öffentlichen Bäumen oder von Privatpersonen, die das halt auf diese Seite reinschmeißen, sich da kostenlos Obst besorgen kann. Solche ganzen Tipps.
Das habe ich da auch schon geschrieben. Die Seite werde ich dann aber noch da verlinken. Ich weiß halt noch nicht, in welcher Struktur, in welchem Ausmaß ich das dann noch mit reinbringe, weil es soll halt wirklich nicht mehr werden, dass das vielleicht höchstens noch eine Seite mehr wird. Das soll sich in allererster Linie Struktur ändern. Und ich will noch viele Verlinkungen machen, das zähle ich jetzt nicht zu den Seiten. Das ist dann ganz unten am Ende extra nochmal, was gar nicht mehr halt zu dem Text selber gehört, sondern zusätzlich zu dem Zusatz noch ein, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Anhang oder was ich ist. Und dann werde ich halt auch noch ein Mini-Inhaltsverzeichnis machen, weil es ja dann halt die 6 Seiten Übersicht sind, die 3 Seiten Zusatz und dann noch circa 2 Seiten YouTube-Kanäle, Literatur und Videolinks sind. Also ich halt zumindest diese Dreier-Einteilung mache. Also ich werde noch ein paar Literaturlinks hinzufügen, zum Beispiel von Esselstyn, das Buch habe ich noch nicht drin. Dann werde ich die ganzen High Carb YouTube-Kanäle noch verlinken, damit man wirklich von vielen Seiten Informationen kriegt und auch von verschiedenen Standpunkten aus Sachen sehen kann. Das finde ich auch ziemlich wichtig. Was habe ich hier noch stehen? Blogs werde ich dann noch rein verlinken. Habe ich jetzt bisher 3 gefunden, aber es gibt, glaube ich, wenn ich Rohkostblogs mit reinnehme, sind es 5. Aber viel mehr will ich darüber gar nicht reden. Also, ich dachte, ich hätte hier noch mehr gehabt. Ah, genau, Video-Playlist-Bündel werde ich wahrscheinlich erstellen. Ich habe jetzt schon eine Playlist, könnt ihr euch auch mal angucken, über den High-Carb-Lifestyle und auch eine über Rohkost, glaube ich, aber die ist nicht so aktuell. Wo ich dann wirklich wichtige Videos drin habe und dann werde ich da auch nur ein paar rausnehmen, halt die wichtigsten. Und ja, was ich wirklich für Einsteiger auch empfehle und was allgemein extrem wissenswert ist, ist, dass man sich ja direkt so eine Playlist hat mit den wichtigsten Sachen und dann sich nicht durch 100.000 Videos durchgucken oder arbeiten muss, sondern die, die wirklich wichtig sind. Da will ich noch ein Playlist-Bündel, also einen Link zu dem Bündel mit einfügen auch. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau umsetze, ob ich ja auch noch dann zu den einzelnen Videos irgendwie was schreibe. Das werde ich, glaube ich, nicht machen, weil es jetzt so viel wird. Wo man es ganz am Ende macht, kann man ja einfach zu einem Videotitel so eine Unterschrift, sage ich mal, schreiben. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich dann auch noch mehr auf andere Aspekte des Lifestyles eingehen, zum Beispiel Sport und Meditation, um allgemein sowas wie Ablenkung zu eliminieren. Also das ist eigentlich schon ein wichtiger Punkt, finde ich. Also da muss ich halt nochmal drüber nachdenken. Ich habe mir erstmal so Stichpunkte gemacht. Und dass ich dann vielleicht auch auf Dinge wie Fruktoseintoleranz eingehe, weil das ja schon relativ häufig ist in der Gesellschaft und auch andere mögliche Probleme, die auftauchen können. Ja. Das war der Teil des Vlogs. Der andere Teil. Also es wird halt irgendwann ein Update kommen auf jeden Fall. Also ich habe da halt bisher mehrere Ideen, es werden wahrscheinlich auch noch andere Ideen dazukommen. Aber die Sache ist die, dass es halt wirklich nicht einen großen Umfang gewinnen soll. Also zumindest nicht vom Hauptteil und auch nicht vom Zusatz. Höchstens von den ganzen Links oder so. Das ist ja nicht so wichtig dann. Zweite Sache ist, ja, ein Update zum Rohkostprojekt, zum 95% Rohkostprojekt. Und da habe ich ein, zwei Rechenfehler drin gehabt. Also erstmal habe ich einen Rechenfehler drin gehabt, dass ich bei chronometer.com nachgeguckt habe, nach den Kalorien pro Gewicht von Frucht. Und da habe ich jetzt erfahren, direkt auch nur die Frucht. Die Frucht. Noch nicht die Schale halt berechnet und wenn man sich das halt kauft, kauft man es halt mit Schale und deswegen entstehen dann circa 10-15% Mehrkosten und dann habe ich bei den Datteln, die eben Hauptnahrungsmittel darstellen sollen, für den Sport zumindest, die Versandkosten nicht beachtet und ja, jetzt sind halt dann 5 Euro im Monat mehr nur. Ne, 7 Euro. Aber es summiert sich dann halt alles. Irgendwas hatte ich dann noch
fehlberechnet. Also ich bin auch vom Zucker jetzt auch runtergegangen auf 200 Gramm, also 800 Kalorien anteilsmäßig. Muss dann bei den teureren Sachen halt hochgehen. Irgendwas hatte ich noch versprochen. Auf jeden Fall hatte ich ja vorhin irgendwas gesagt mit 240 Euro und ich bin jetzt auf 280 Euro gekommen. Und das ist halt noch nicht machbar. Ich habe nur 200 bis 220 zur Verfügung. Das ist dann doch noch ein Schritt zu weit. Und da gibt es dann jetzt halt einige Möglichkeiten. Genau, ich könnte auf fast ausschließlich Tiefkühlgemüse umsteigen. Das ist deutlich günstiger. Und ich könnte halt momentan, fängt halt die Wildkräuterzeit an. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, komplett momentan darauf umzusteigen. Auf jeden Fall, wenn ich komplett darauf umsteigen würde, würde ich schon 40 Euro im Monat damit sparen. Das wäre schon riesig. Weil ich es auch wichtig finde, 300 bis 500 Gramm, eher 500 Gramm und wenn es geht, sogar auch noch mehr an reichhaltigem Gemüse. Ja, was ich noch ausprobiere, steht hier. Das wäre jetzt ein Sprung, ein kleiner. Also ich habe gestern den Reis gegessen, den ich ausprobieren wollte, von einem anderen Ursprungsort. Und also eine Packung, 1900 Kalorien als Abendessen. Und ich hatte am nächsten Tag, am nächsten Morgen einen aufgeblähten Bauch und habe mich nicht sehr energiereich gefühlt. Aber komischerweise ist er jetzt heute zur gleichen Zeit, also vor ein paar Stunden, wieder rausgekommen. Was ich daran sehe, dass die Ausscheidung halt rötlich war, deutlich. Und ich halt Tomatensauce drauf gegessen hatte. Und sonst an dem Tag, am Tag davor auch nur Obst gegessen hatte. Beziehungsweise am Tag davor hatte ich dann noch Kartoffeln gegessen, aber die sind auch nicht rot. Und das waren genau 24 Stunden, wie das auch sein sollte und angegeben ist, dass Getreide 24 Stunden braucht, gekochtes Getreide, um wieder rauszukommen. Also hat das die Verdauungszeit jetzt nicht beeinträchtigt, aber der geblähte Darm, der könnte auch von was anderem kommen, aber die Energielosigkeit, vielleicht ist es halt so, dass Getreide halt trotzdem nicht so gut verdaut werden kann, aber sich nicht auf die Zeit an sich auswirkt, sondern es einfach nur Probleme damit herrschen. Also ich fühle mich damit auf jeden Fall, also ist alles andere als gut. Besonders bei Reis, also glutenhaltige Sachen sind noch schlimmer bei mir. Aber zum Beispiel Hirse und Mais vertrage ich ein bisschen besser. Aber ich fühle mich danach immer müde und penne dann auch immer ein. Das sage ich auch oft auch von Kartoffeln. Das ist einfach die Kochkost allgemein. Und die Entgiftungsphase und Heilungsphase allgemein ist momentan. Und dann will ich nochmal hier so ausprobieren und wirklich halt darauf achten, ob das ähnlich ist und genauso, oder genauso ist wie beim Reis. Und glutenfreien Hafer werde ich nicht ausprobieren, weil der sogar noch teurer ist als Buchweizen und hier ist es halt deutlich günstiger als Buchweizen und Buchweizen ist sowieso lieber als Hafer. Das bringt nichts, vor allen Dingen glutenfreien Hafer oder Haferflocken müsste ich in einem extra Shop bestellen, wo ich dann nur das bestelle und das wäre dann wieder zu viel Versand. Dann will ich noch Linsen und Bohnen und Kichererbsen ausprobieren. Das werde ich diese Woche machen. Weil bei Hülsenfrüchten bin ich mir halt nicht sicher wegen der blähenden Wirkung. Da werde ich aber mal halt mit einigen Gewürzen wie Kümmel versuchen, dass irgendwie, ob das sich bessert oder ob das dann gut verdaulich ist. Und werde dann halt vergleichen, wie das im Vergleich ist zu Buchweizen oder auch hier so. Also Kartoffeln und Buchweizen vertrage ich momentan am besten. Buchweizen ist halt auch Knöterichgewächs und kein Getreide. Ist dann, glaube ich, auch nicht säurebildend und hat keine Lektine und sowas. Ja, auf jeden Fall ist der Vorteil am Buchweizen auch, dass ich die keimen lassen kann. Dann kann ich die nämlich roh verzehren und das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das im Vergleich ist mit gekochten Pseudogetreide oder Hülsenfrüchte oder anderem Getreide.
weil ich ja mich halt wirklich müde fühle nach Kochkosten und halt auch wirklich oft einschlafe und auch sehe, wenn ich mich ausschließlich von Obst ernähre, dass auch dass die Haut straffer wird und die Augenringe, die ich halt immer noch deutlich habe, dass die besser werden. Und die Augenringe, habe ich nämlich wirklich gelesen, kommen daher, dass die Nieren überlastet sind und zwar mit den denaturierten Proteinen, die halt entweder nicht gebraucht werden kann oder erst umgewandelt werden müssen. Beziehungsweise allgemein mit zu viel Protein, was dann aber natürlich auch bei rohe Stärkenprodukten genauso wäre. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, weil auf jeden Fall ist es mit den denaturierten Proteinen so. Ich glaube nicht, dass die Niere, weil die müssen eigentlich nur umgewandelt werden, die denaturierten Proteine, sodass sie wieder eingebaut werden. Und das macht ja die Niere nicht. Es kann sein, dass die teilweise einfach nicht gebraucht werden können und ausgeschwemmt werden müssen. Auf jeden Fall ist das bei, wenn ich halt nur Rohkost esse, werden die Augenringe nach einem Tag schon deutlich besser. Und deswegen will ich das einfach mal ausprobieren, weil, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, weiß ich auch nicht so wirklich, wie das da ist. Ich kann halt dann nur nach dem Gefühl gehen, also größtenteils. Und deswegen will ich das halt ausprobieren und ich kann auch noch Kichererbsen gut keimen lassen, Linsen. Mungbohnen. Und die Sachen sind auch wirklich sehr günstig, also besonders Linsen und Mungbohnen für 1,80 € pro 500 Gramm. Ja, Quinoa wäre noch eine Alternative, aber das ist genauso teuer wie Bananen. Und dann kann ich eigentlich auch Bananen essen. Ich habe jetzt aber nur im Online-Shop nachgeguckt, vielleicht ist es bei DM Quinoa günstiger. Nach DM muss ich auf jeden Fall noch mal um Preise zu vergleichen. Dann Kartoffeln. Bio-Kartoffeln sind eigentlich auch fast genauso teuer wie Bananen, deswegen bringt es eigentlich auch nichts. Und wenn das mit dem Getreide halt nicht so gut klappt, dann bleibt mir eigentlich wirklich nur noch Buchweizen. Aber dann kann halt mal gucken, ob ich halt Buchweizen keimen lassen kann, also wie das wird. Und auch bei Linsen und so weiter. Und dann kann ich nämlich diesen Zwischenschritt einfügen und bin dann trotzdem komplett roh. Aber halt noch suboptimal, weil einfach Zucker halt viel besser Energie gibt und natürlicher ist allgemein. Auch nicht so viel Proteine hat, wie halt jetzt Hülsenfrüchte oder auch Buchweizen. Also eine ganze Abendmahlzeit aus Linsen kann ich mir nicht vorstellen oder Mungbohnen, weil es hat wirklich 23 Gramm Protein auf 100 Gramm bei circa 300 Kalorien auf 100 Gramm auch. Und wenn ich dann jetzt ein 1500 Kalorien Abendessen nur daraus hätte, dann wären das 500 Gramm, das wären allein schon 115 Gramm Protein dadurch und dann noch circa 50, 60 Gramm Protein so am Tag, das sind 165 Gramm Protein. Das wäre das Zweifache meines nicht Körpergewichts, ja doch, das Zweifache meines Körpergewichts, also 86 Kilo mal 2, also 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, so meine ich das, an Protein. Und das ist extrem viel, das ist nämlich das Fünffache an dem, was nötig ist. Und damit werden dann die Nieren auf jeden Fall überfordert. Deswegen will ich eigentlich keine komplette Mahlzeit nur aus Hülsenfrüchten haben. Die werde ich mir dann höchstens zu so einem fetten Salat beigeben oder zu irgendwelchen anderen Speisen. Weiß ich jetzt noch nicht. Ja, Sprossen sollen auch allgemein sehr gesund sein. Und ja. Andere Sache ist noch, dass ich, also ein Update allgemein zum 80-10-10 Lifestyle, dass ich mehr Grünzeug essen will, auch konsequenter. Dass ich schon so gucke, dass ich einen Pfund am Tag reinkriege an reichhaltiges Gemüse, grünes Blattgemüse, weil mir das wirklich extrem gut tut. Und ich glaube, dass man das auch braucht. 40% des Volumens essen andere Menschen, Affen wie Schimpansen und Gorillas sogar noch mehr, auch an dunkelgrünem Blattgemüse, also 40% des Volumens. Das ist halt nicht von den Kalorien. Das wären aber schon so ungefähr
so viel Grünzeug an Volumen. Und je mehr ich esse, desto besser tut mir das auch. Und ich habe dann auch wirklich so einen Hunger darauf. Und wenn ich halt genug gegessen habe davon, dann kann ich das auch gar nicht mehr sehen. Das sagt mir der Körper eigentlich schon genau, wie viel ich da brauche. Meistens sind das so zwischen 500 und 700 Gramm. Das ist schon mehr als 90% der Leute auf 80-10-10 machen. Und da finde ich dann halt, ja, und das sagen auch halt viele Rohköstler, dass das wichtig ist, so viel Grünzeug zu haben. Andererseits können die reinen Rohköstler sich auch abgucken, dass man halt mehr Kohlenhydrate reinkriegt. Deswegen finde ich diese Kombination immer ganz gut. Ja, der Zwischenschritt beinhaltet auch noch, dass ich halt noch mehr Obst zu mir nehme. Im Moment sind es halt so 2400 Kalorien, die ich aus Obst kriege. Aber ich esse halt öfters auch 5000 Kalorien am Tag, deswegen ist das dann nicht genug. Also ich will mindestens jetzt 3000 Kalorien aus Obst kriegen. Und mehr unterschiedliches Obst. Ich war immer noch nicht beim türkischen Laden. Ich habe einfach zu wenig Energie für das alles gleichzeitig. Eine gesprossene rohe Stärke statt Kochkost. Da habe ich auch noch beigeschrieben, vielleicht zumindest jeden zweiten Tag, um das finanziell auch, dass ich halt einen Tag roh mache und dann den nächsten Tag Kochkost oder zwei Tage roh und dann, nicht Kochkost, einen Tag beziehungsweise vielleicht auch zwei Tage hintereinander roh und dann einen Tag beziehungsweise auch wieder zwei Tage hintereinander gesprossene rohe Stärkeprodukte wie Hülsenfrüchte und Knöterichgewächs wie Buchweizen. Kompliziert. Besonders. Ne, egal. Gehe ich nicht weiter drauf. Brauche ich nicht weiter eingehen. Ja, und zum Zwischenschritt wird auch gehören, dass ich halt mehr Grün esse und Wildkräuter sammle. Da kann ich wirklich 40 Euro im Monat mit sparen. Da muss ich mich auf jeden Fall noch informieren. Ich habe jetzt kein Buch dazu oder so. Hätte ich gerne. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Brennnesseln auf jeden Fall. Und da muss ich halt gucken, mal im Internet recherchieren, welche Kräuter, Wildkräuter häufig im Wald oder am Waldrand auftauchen, weil ich habe hier wirklich einen fetten Wald direkt vor der Haustür fast. Und wenn ich einfach nur so gucken gehe, dann kenne ich ja nicht, was jetzt essbar ist oder so. Und ich kann mir das auch nicht merken, wenn ich mir das ein paar Mal angucke, dann muss ich irgendwie was ausdrucken von den häufigsten, die so vorkommen. Ja, das sind. Und zum Zwischenschritt hätte ich jetzt fast auch noch Wasserfilter geschrieben, aber das ist mir zu teuer. Abkochen reicht nicht. Da werden nur organische Verbindungen und halt Bakterien, also organische Mikroorganismen, abgetötet. Macht nichts gegen Schwermetalle, auch nichts gegen Medikamentenrückstände. Aber das wird dieses Jahr noch kommen, weil die Mitbewohner sowieso auch vorhaben, sich einen Aktivkohlefilter anzuschaffen. Der auch nicht alles reinigt, aber zumindest schon das meiste. Und dazu kann man noch sagen, dass diese Kannenfilter haben einen Ionenaustauschfilter einerseits und da wird dann eigentlich nur Magnesium und Calcium mit Natrium und noch anderen Ionen ausgetauscht. Magnesium und Calcium, auch wenn es organisch ist, das finde ich jetzt nicht so problematisch. Aber da sind dann auch noch Aktivkohleteilchen drin. Nur wenn man, also nach 2 Jahren wird aber so ein Kannenfilter, wenn man die Filter pro Monat auswechseln muss, angeblich, wird das nach 2 Jahren teurer, als wenn man sich für 120 Euro einmal so einen Aktivkohlefilter anschafft, weil ich glaube, da muss man die Filter nicht so oft wechseln. Bin mir auch nicht 100% sicher gerade. Ja. Auf jeden Fall einiges, also was noch zu tun ist. Und. Oh, Licht. Auf jeden Fall habe ich mich halt dafür jetzt entschieden, einen Zwischenschritt zu machen, weil ich das halt nicht. Weil es schlagartig habe ich jetzt versucht, das funktioniert nicht, weil ich halt mich verrechnet habe. Es geht einfach von den Kosten nicht. Momentan muss ich halt erst gucken, dass ich ein bisschen Geld durch irgendwas reinkriege, durch irgendeine Arbeit, Tätigkeit, wie auch immer. Was ich halt sowieso bald muss, weil es dann kein Kindergeld mehr gibt.
was momentan für das Essen ausgegeben wird. Ja, und auf jeden Fall wird es dann der Schritt schon dann halt komplett, fast komplett Rohkost. Gehen wir mir jetzt mal das tiefgefrorene Gemüse absieht, was aber jetzt auch nicht so, was ich auch nicht so krass jetzt sehe, dass das so einen Unterschied machen würde. Ist natürlich schon ein Unterschied, ist aber ein geringfügiger im Gegensatz zu Kochkost versus gekeimte Buchweizen. Ja. Aber Ziel sind halt immer noch nahezu 100% früchtebasierte Rohkost, weil die Einfachzucker halt, weil wir darauf besser angepasst sind, weil es immer noch deutlich einfacher zu verdauen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe gelesen, fettarme Rohkost dauert 10 bis 12 Stunden, bis es hinten wieder rauskommt, und gekochtes Getreide zum Beispiel 24 Stunden. Ich weiß jetzt aber nicht, wie sich das verhält mit rohen Getreide oder Pseudogetreide, also gekeimten. Weil es ja auch Low-Fat-Rohkost dann, ob das dann auch noch 10 bis 12 Stunden braucht, das wäre natürlich schon ein extremer Vorteil für die Verdauung und das für die Verdauung und für den Energielevel. Ja, zumindest. Und was habe ich hier noch? Ich kriege nächsten Monat wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, weil der Anbieter ein bisschen doof ist. Auf jeden Fall haben wir das gekauft, sage ich mal, oder bestellt. Neues Internet. Ich habe momentan 20 Mbits, also ca. 2,5 MB pro Sekunde. Das ist schon relativ flott eigentlich. Aber wir kriegen 150 Mbits bald. Über Kabel. 150 Mbit sind schon ziemlich krass, fast 20 MB pro Sekunde. Ich glaube, da gibt es momentan auch flächendeckend nichts Schnelleres. Also meistens geht es eigentlich nur bis 100 Mbits und 150 kriegt man eigentlich nur über Kabel. Also normales oder herkömmliches Internet ist ja auch Glasfaserkabel oder Kabel. Ich meine jetzt Kabel, wo auch hier Fernsehen und sowas wo läuft. Und dann ist mein Download ist dann von 1 Mbit auf 5 Mbit hoch und dann dort ein Video hochladen wahrscheinlich nicht mehr 8 Stunden oder so. Das ist auch ein Vorteil. Ja, und dann möchte ich noch kurz was vorlesen, was mir letztens eine nette Person geschickt hat. Und zwar ein Zitat, was ich momentan, besonders momentan, aber auch die letzten Monate und Jahre, ja, hier ist ganz viel Sonne, scheiße, sehr zutrefflich finde. Besonders momentan auch. Und zwar ist das von, ich glaube, von amerikanischen Ureinwohnern, also Indianern. Und die sind halt allgemein relativ spirituell und das Zitat ist es halt auch. Und ich lese es einfach mal vor. Man hat euch gesagt, es wäre 5 vor 12. Nun geht zurück und sagt den Menschen, dass dies die Stunde ist. Es gibt einiges zu überdenken. Wo lebst du? Was tust du? Welche Art sind deine Beziehungen? Bist du in der richtigen Beziehung? Wo ist dein Wasser? Kenne deinen Garten. Also es wird halt ziemlich symbolisch gesprochen. Es ist Zeit, deine Wahrheit auszusprechen. Erschaffe deine Gemeinschaft. Sei gut zu dir selbst. Und suche nicht im Außen nach einem Führer. Dies könnte eine gute Zeit werden. Es gibt einen Fluss, der sehr schnell fließt. Er ist so groß und schnell, dass es Menschen gibt, die Angst davor haben. Nee, die Angst davor haben. Sie werden sich am Ufer festhalten. Sie werden das Gefühl haben, zerrissen zu werden und sehr leiden. Du sollst wissen, dass der Fluss sein Ziel hat. Die Ältesten sagen, dass wir das Ufer loslassen müssen, uns abstoßen und in die Mitte des Flusses schwimmen, unsere Augen offen halten und unsere Köpfe über Wasser. Dann schau, wer bei dir ist und mit dir feiert. In dieser Zeit dürfen wir nichts persönlich nehmen, am allerwenigsten uns selbst. Denn sobald wir das tun, stoppt unser spirituelles Wachstum. Die Zeit des einsamen Wolfs ist vorüber. Versammelt euch. Verbannt das Wort Kampf aus eurer Geisteshaltung.
aus eurem Vokabular. Alles, was wir jetzt tun, muss auf heilige Art und Weise getan und zelebriert werden. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Und den letzten Satz finde ich auch besonders gut, dass man halt die Sachen auch nicht immer im Außen sucht und auf irgendeinen Führer wartet oder einen Anführer wartet und sowas, der dann irgendwie alles richtet, so wie Jesus oder sowas. Jetzt nur das Beispiel, dass alle auf den Heiligen warten, die ja, auf irgendeinen Heiligen, auch auf Buddha oder was weiß ich wer, die dann alle irgendwie erleuchten, sondern dass wir selbst halt diejenigen sind, die das angehen sollten und müssen und auf die wir gewartet haben, auch vor allen Dingen. Ja, ich finde das Zitat sehr treffend und ziemlich interessant, aber vor allen Dingen total treffend, auch auf die momentane Zeit, auch wenn ich gerade erleuchtet aussehe. Ja, könnt mir auch gerne schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr das seht. Und ob ihr auch halt so diesen Fluss fühlt und wie ihr damit umgeht. Ja, das waren die, ich glaube, 4 Themen, die ich in dem Vlog besprechen wollte. Bis dann.